Deutschland empfängt beim Eröffnungsspiel Schottland. Wir haben schon viel über Deutschland, die Aufstellung diskutiert, aber wir wollen einmal nochmal Spiele für Spiele durchgehen. Fangen wir direkt von hinten an. Da gab es jetzt ein paar Diskussionen, so Neuer, Ter Stegen auch in der Doku von Tommy Schmidt nochmal bekundet. Ich akzeptiere es, aber eigentlich habe ich was anderes erwartet. Klar, muss er sagen. Was sagst du? Boah, ich finde es eine super schwierige Entscheidung. Ich glaube, dass am Ende auch die Leute recht haben, die sagen, vielleicht hat sich Nagelsmann da ein bisschen zu früh festgelegt. Beide performen auf unfassbar hohem Niveau. Ter Stegen nicht umsonst auch Spieler der Saison in La Liga geworden. Nicht nur Torhüter, sondern Spieler der Saison in der Vorsaison. Der performt auf hohem Level. Gleichzeitig kann ich auch sagen, Ter Stegen hat mich in der Nationalmannschaft über die Strecke nie hundertprozentig überzeugt. Manuel Neuer hat es da einfach nochmal ganz anders bewiesen. Über das vergangene Jahrzehnt war er die unumstrittene Nummer 1. Und ich sehe ihn auch nicht als diesen Unsicherheitsfaktor, zu dem er gerade hochstilisiert wird. Kann ich mich nur voll anschließen. Ich finde auch genau die Diskussion, die wir jetzt führen, die ist halt dem geschuldet, dass Neuer schon ein paar Patzer drin hatte, weil man aber von ihm auch gar keine Patzer eigentlich gewohnt ist. Und ja, dann in kürzester Zeit kommen ein paar rein, kann man jetzt diskutieren, warum ist es so? Ich bin aber da voll bei dir. Ich finde, das ist der klare Fehlerfokus. Wenn du als Torhüter einen Fehler machst, passiert halt schnell mal ein Tor. Genau. Aber du siehst diese zwei, drei Aktionen, die er immer drin hatte, auch gegen Real, wo dann natürlich ja, der Patzer war, da hält er zwei, drei Dinger, da ist das Ding schon eben vorher durch. Und eben, darüber wird dann halt gar nicht mehr geredet. Das finde ich immer so. Und ich bin mir dazu auch sicher, dass Manuel Neuer gerade jetzt, angestachelt durch diese Diskussion, ja, die es jetzt wieder um ihn gibt, der wird durchs Turnier durchgehen und der wird zu den stärksten Deutschen gehören. Glaube ich auch. Der ist der Wettkämpfer. Da bin ich genau bei dir. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Torhüter, bei dem das überhaupt noch so wäre, der überhaupt nach seiner Verletzung so zurückkommt, dass er vor einem Ter Stegen sein kann. Das tut mir auch für Ter Stegen wirklich richtig leid. Kam auch nochmal richtig sympathisch hier in der Doku rüber. Ja. Ist auch richtig bitter, verstehe auch seinen Unmut. Aber Neuer ist halt, der ist halt meines Erachtens über allem und ich glaube, wie du, der wird es bestätigen bei der EM. Machen wir weiter in der Abwehrreihe, gerne von Mittelstädt rüber, von links nach rechts. Mittelstädt finde ich auch nochmal ein Thema, Mittelstädt oder Raum auf links. Mittelstädt, muss ich sagen, hat sich jetzt richtig gut eingefügt in dieses komplette Konstrukt, ist ja auch eben noch nicht lange mit dabei, gehört zu diesen neuen Stuttgartern, die da frischen Wind reinbringen und ich finde gerade diese Stuttgarter Energie brauchst du da, deswegen mit Mittelstädt gehen, Raum auf der Bank, super Alternative, super Joker. Was sagst du zu Hendricks? Der war ursprünglich mal mein Call ganz am Anfang, wo Mittelstädt noch gar kein Thema war, der kam mir dann so über die Überholspur. Hendricks? Auch cool, sehe ich tatsächlich aber eher, um statt tatsächlich auch bei dieser Struktur zu bleiben, sehe ich eher auf rechts. Mhm. Backup für Kimmich. Der dann auch viel Druck gemacht hat, als er reinkam, mit seinem Lattenknaller gegen Griechenland. Finde auch einen Spieler, den man merkt, der hat Bock, der hat auch die Balls, sag ich mal, dann einfach mal den Ball in die Hand zu nehmen, was auszuprobieren. Finde ich auch, bringt auf jeden Fall Schwung rein, wenn es vielleicht bei Kimmich, und da wären wir auf der Position. Wie gefällt dir denn Kimmich? Also ich finde, Rechtsverteidiger, da haben wir jetzt schon einige Zeit gesehen. Irgendwie ist es schon fast wieder normal, dass Kimmich auf der 6 kein Thema mehr ist. Mhm. Ist ja auch richtig so. Aber wie bewertest du ihn auf der Rechtsverteidigerposition? Ich finde, er spielt das super solide. Und ich glaube, dass er nach der ganzen Kritik, die auf ihn eingeprasselt ist, da jetzt tatsächlich auch für sich erstmal wieder so einen Safe Space hat, in dem er performt. Er ist nicht dieser outstanding, nach vorne pushende Außenverteidiger. Er macht seinen Job. Mhm. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Bammel habe, wenn halt richtig Tempo kommt. Du merkst halt, wenn ein Flügelspieler kommt, gerade wenn wir vielleicht mal gegen England oder so spielen, wo dann über die Außen richtig, richtig Tempo kommt, dann ist Kimmich ein Spieler, der zweikampfstark ist, der auch reinbeißen kann, aber dann braucht er auf jeden Fall eine Doppelung, da braucht er Hilfe vom Sechser oder auch vom zurückfallen lassenden rechten Mittelfeldspieler, klar, weil sonst wird es bei Kimmich manchmal dann doch schon auch eng, weil er halt auch kein gelernter Außenverteidiger ist, aber ich bin da bei dir. Über Hendrich könnte man diskutieren. Aber über die Rechtsverteidigerposition würde ich genauso wenig diskutieren wie über die Innenverteidigung. Tah und Rüdiger sind da für mich gesetzt. Finde ich auch. Also die Hummels-Debatte hatten wir lang. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Hummels auf der Bank richtig gewesen wäre. Robin Koch. Ich meine, einen Hummels kannst du auf jeden Fall gebrauchen, wenn du einfach mal gegen ein hochstehendes Team spielst, wo du selber dich ein bisschen fallen lässt, vielleicht ab der 70. irgendwie ein 1-0 verteidigen willst oder ein 2-1. Aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht das, was uns jetzt das Turnier gewinnt oder nicht. Ich glaube auch nicht. Wichtig ist, dass wir eine gute Stimmung haben. Und wie du sagst, auch Tah, Rüdiger sahen jetzt vielleicht gegen Griechenland auch nicht ganz so stabil aus, viele Ballverluste auch gehabt. Ich glaube aber, Nagelsmann macht da völlig richtig, dass er die jetzt stärkt oder Vertrauen ausspricht. Ganz genau. Auf der 6, Andrich und Kroos, für mich auch für Schottland gesetzt spielen. Du hast den tiefen Spielmacher, du hast den Abräumer daneben. Finde ich gut. Kann man genauso lassen. Weil du es Schottland jetzt ja ansprichst,
Was mir so ein bisschen aufgefallen ist im Spiel gegen Griechenland, so sehr ich Musiala und Wirtz liebe, die ja keine wirklichen Flügelspieler sind, sondern eher so Zehner hängende Spitzen, sich frei bewegen, wie auch Reus immer bei Dortmund, ist doch so ein Spieler wie Sané extrem wichtig, um einfach auf dem Flügel mal wirklich in den Tempo 1 gegen 1 zu gehen, dann auch ein bisschen Raum aufzureißen. Das ist mehr ein Sané-Spiel dann als ein klassisches Musiala und Wirtz auf Flügelposition-Spiel. Weshalb ich mich freuen würde, wenn Sané da durchaus eine Rolle spielt auf dem Flügel gegen Schottland. Von Anfang an? Von Anfang an glaube ich nicht, weil er auch mit seiner Schambein, glaube ich, hat er, ne, hat immer wieder Verletzungen. Glaubst du nicht oder willst du nicht? Was meinst du jetzt? Wenn er fit wäre, würde ich mir es überlegen, ob ich ihn als Joker bringe oder ob ich ihn tatsächlich von Beginn an bringe. Was dafür springt, ihn als Joker zu bringen, ist, dass er mit seiner Schnelligkeit genau dann vielleicht nochmal mehr anrichten kann beim Gegner, wenn er vielleicht ab der 60. reinkommt und dann wirklich 30 Minuten auch mit seiner Verletzung durchpacen kann. Für mich ist wichtig, diese Flügelläufe mit Tempo und quasi auch über die Flanken halt wirklich zu kommen, weil das ist jetzt nicht das klassische Spiel von Musiala und Wirtz. Das heißt, du würdest entweder Musiala oder Wirtz dann auf die 10 ziehen, Gündogan rausnehmen und dafür Sané bringen, weil das wird ja jetzt auch viel diskutiert. Ja, wird diskutiert, das würde ich glaube ich nicht machen, auch wenn es von der reinen Leistung her der Call sein könnte. Ich würde eher überlegen, ob ich auf Musiala oder Wirtz verzichte. Wow. Beziehungsweise ihn halt ergänze. Weißt du, was ich meine? Entweder starte ich mit Wirtz und Musiala und bringe relativ früh Sané für einen der beiden, bei denen es nicht gelaufen ist. Das hat man ja gegen Griechenland gesehen. Das war einfach auch nicht das Spiel von Florian Wirtz. Den hat man da nicht viel gesehen. Ja. Um dann halt quasi auch mal einen Sané zu bringen, vielleicht Musiala auf die andere Seite zu ziehen. Sowas würde ich mir halt überlegen. Das heißt, wir reden jetzt übers offensive Mittelfeld. Gündogan zentral, Musiala und Wirtz über die Halbräume. Würdest du das so gegen Schottland stehen lassen oder würdest du dafür die Startelf-Änderungen vornehmen? Erstmal stehen lassen, Vertrauen aussprechen, aber im Hinterkopf haben, wenn es so läuft, wie es in Teilen gegen Griechenland ist, früher wechseln. Was spricht für Gündogan? Was spricht vielleicht eher für Sané? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ich finde, für Gündogan spricht einfach die Ruhe, die er am Ball hat, dieses sich selbst zurücknehmen und quasi Leute auf sich ziehen, die anderen eben dann Raum geben und diese Räume können wir zu Musiala ausnutzen. Und ich glaube, diese Ruhe und Balance, die Gündogan an sich hat, ich glaube, die wird kommen, wenn man ihm das Vertrauen gibt. Deshalb würde ich erstmal noch bei ihm bleiben, würde mir aber auch vorbehalten, dass man es vielleicht im Turnier verändert, wenn er es wirklich nicht schafft, jetzt im nächsten und spätestens übernächsten Spiel, wenn es wieder so läuft wie die letzten Spiele, wo er ziemlich blass war. Für Sané würde für mich sprechen eben diesen Überraschungsmoment, dieses extreme Tempo. Aber eben, weil du es gerade nochmal sagst, ich glaube, es macht mehr Sinn, dann mit einem Wechsel Sané zu bringen und dann diesen Überraschungsmoment zu haben, dieses Tempo, wenn der Gegner schon leicht müde ist. Was ist dein Call? Ich glaube, dass mit Toni Kroos so ein bisschen dieses Real Madrid-Flair oder dieser Real Madrid-Spielstil, den die deutsche Nationalmannschaft Einzug erhalten hat. Wir spielen quasi oder wir tauschen quasi die Krone mit dem Adler, haben dadurch Gündogan in so eine Situation gebracht, dass er nicht mehr hundertprozentig reinpasst in diese komplette Schematik. Gündogan hatte seine Prime unter Guardiola bei Manchester City. Der erkennt Räume, der weiß ganz genau, wo er sich dann aufhalten muss, kann dann sogar mal falsche Neuner spielen sogar. Jetzt in der Nationalmannschaft sehe ich das schwierig. Trotzdem will ich aus demselben Grund wie du, dass Gündogan erstmal startet. Er ist der Kapitän und er kann auch für so eine junge Offensive ein guter Anführer sein. Gündogan hat da schon mehr erlebt. Das, was Kroos mit der kompletten Mannschaft macht, den Takt vorgeben, kann Gündogan in schwierigen Situationen so einer jungen Offensive um Musiala, Wirtz und wahrscheinlich dann Havertz vorne drin geben. Das sehe ich genau wie du. Ich glaube, das Einzige, was Gündogan das Spiel vielleicht ein bisschen leichter machen würde, ist aber bei uns einfach nicht gegeben, ist, wenn du zwei klassische Flügelspieler an seinen Seiten hast, ja. Dann kann er diese klassische Zehnerrolle, falsche Neun, wie auch immer man es definieren will, die bei City gespielt hat, klarer einnehmen. So hast du halt mit Wirtz und Musiala gefühlt, hast du dann drei Leute, die im Zentrum spielen wollen. Und ich glaube, das macht es manchmal so, wo ich es aber gut finde, dass Gündogan sich dann zurücknimmt, wo einige sagen, ja, der taucht dann ab. Das kann man so und so sehen. Ne? Ich finde das eigentlich ziemlich selbstlos. Und solange er dann die Aufgaben erledigt und in diese Position kommt, die wir dann bei der Rückbesetzung, auch bei der Gegenverteidigung, bei der Restverteidigung brauchen, ist das eine super wichtige Figur. Von daher, vorne würdest du mit Havertz, Füllkrug, Gundogan? Da bin ich tatsächlich rein schematisch für Niklas Füllkrug. Ich glaube tatsächlich, dass er uns gegen die Vorrundengegner, gegen die wir alle das Spiel eher machen werden,
die werden uns nicht den Gefallen tun und hoch rausschieben. Genau. Und da vorne ein massiger, wuchtiger, starker Zielspieler wie Füllkrug, der bei Dortmund über die Saison nichts anderes gespielt hat, als abzulegen für die nachrückenden Mittelfeldspieler. Deutlich wertvoller als Kai Havertz, der ohne Frage eine verdammt starke Saison für Arsenal gespielt hat. Das klingt so klassisch, dass man sagt, boah, die stehen tief, wir brauchen jetzt eine Kante vorne drin, einer, der Kopfballtore machen kann. Aber es ist, wie du sagst, finde ich. Also ich habe mir auch ein bisschen Schottland angeguckt für unsere Startelf Predictions und die haben einfach diese unfassbaren Eichen da hinten drin, yeah, diese Dudelsackspieler in der Innenverteidigung. Ja. Das sind massiv und das musst du halt wirklich sagen. Natürlich kannst du die auch mal spielerisch auseinanderziehen. Das kann Havertz natürlich besser als ein Füllkrug, aber ich finde es auch extrem wichtig. Fülle kommt da mit so einer Wucht, die kannst du auch mal als entgegenhalten, genau, diesen starken, massiven Innenverteidigern. Genau. Und dann halt auch mal mehr über diese Flügel halt kommen. Und ganz ehrlich, Füllkrug sagt es ja selber, ist so eine Statistik, die er vorweisen kann bei der Nationalelf. So sehr man Füllkrug auch noch denkt, ah, das ist kein Klose, das ist er auch nicht. Aber der macht die Buden für Deutschland. Genau das. Und das sind nicht wenige. Ich glaube, genau 11 das. In 13 Spielen. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn es falsch ist. Aber sowas um den Dreh. Und ganz ehrlich, in meinem Kopf habe ich auch, oh, gegen Real machst du das Ding trotzdem nicht. Ah, bist jetzt irgendwie auch kein Lever, kein Kane. Aber egal, der Junge kommt mit der Wucht. Genau. Wir wissen es doch von der WM in Katar. Und der bringt eine Einfachheit, genau, in die Offensive. Und genau die das brauchen wir. Ja. Jetzt aber ihr, was sagt ihr? Havertz oder Füllkrug? Gündogan oder Sané? In der Verteidigung Mittelstädt oder Raum oder Henrichs und im Tor Neuer oder Testegen. Wer spielt gegen Schottland? Bleibt am Ball, bleibt bei uns. Wir geben uns richtig Mühe, um euch mit Unterhaltung, mit Informationen für die Euro 2024 zu versorgen. Wir freuen uns über euren Support. Genauso. Vamos. Vamos.